There you go. Ich hab's schwierig. Denke ich, schaff das. Dass mich noch keiner flamed. Halt richtig merkwürdig. Normalerweise werde ich mal sofort geflamed. Aber heute, da haben sich die Leute gedacht, den zu flamen wäre doch bestimmt nicht ganz so geil. Aber ich spiele Masaki mit Lane. Mit Ohrenzerstörer first. Oder doch? Nicht? Vielleicht? Wer weiß? Verdammt. Hallo, Florian. Masaki gegen Vega. Wieder ein Hokage. Immer diese Weeps hier. Wenn Yasuo schon Weep. Ja, immer diese Weeps. Immer diese Weep-Slots. Weep-Slots. It's time to feed. Werde ich carryen. Werde ich curryen. Das und vieles mehr erfahrt ihr in der nächsten Folge von Black Screen. Da. Also ich mag die Serie Black Screen, die ist sehr sensationell und auch gut für das ganze Familie und so, ihr wisst schon. Ja, also gut, wie starte ich in Ubikiste? I'm going to start the feed. Let the feed begin. Praise the sun, bros. Hat stuck in Friends. Halt diese Friendzone. You wish to learn the hard way, I see. The key to immortality. 30 seconds until minions spawn. Ow. Wuchu lives on. The oath has been taken. Nice. Ich wollte gerade schon nice try hard. Alter, ist halt nicht mehr gesund. Wie das? Besser ist einfach mal durch meinen Arm. The goggles. Just for reading. The key to immortality. Not dying. Would you pass me that potion? The goggles. Just for reading. The goggles. Guten Morning, ihr besitzt die Goggles. Macht eure Lauscher auf, ihr werdet gern die Besten, aber aus der Traum. Die Shabby's Boy ist aufgetaucht. Nice. Shit. Warte, da bin ich ja nicht getroffen. Doubt is the greatest enemy. Schlitz. Das war close. Schlitz. A true master is an eternal student. Au. Ich hab mir Schaden gemacht, wo man soll. Ich hätte noch Auto tanken müssen. Gut. Ja, for the funsies. Oh no. Schlitz.
Nice. Ich find's richtig nice. Also, ich habe ihm gleich Q gedrückt. Bei ein Alpha. Drop. Defeat Nunu. Why? Because kid. I feel fucking autistic. Why? Because I can. Way exhaust gleich 2 mal gleichzeitig. Und wieso? Weil meine Maus scheiße ist. It's been 3 days from last game. Fucking Destiny. Get your game on. You like jazz? Ich hab mehr als Autism. Oh, Alter, der Tänzer ist wieder da. Alter, was für ein Hurensohn. Ich dachte jetzt, nur weil er sich ein bisschen Mana gegönnt hat, er jetzt was machen kann mit mir. Get your game on! Nein! Alter, ich hab ihn beinahe geklatscht. Oh. Oh mein Gott, wie ein Lucky. Oh. Ah, die waren nämlich beide low. Das ist halt echt unglücklich. Aber ich kann ihn mir doch nicht Tower-Dive, ne? Tower-Dive-Maschine. Ich sag Yoshi, die Tower-Dive-Maschine. Er nennt mich Pixel-Fucking-Yoshi. Oder Pixel-Boy. Oder Pixel-Fucking-Boy. Effing-Boy. Würde schon. Wie kann ein Range-Champion fast so viel Last haben wie ein Melee-Champion? Das ist ja welche Scheiße. Was Time oder was? Kann man Outfit cancelt? Ich fand's gerade gut, dass man sie hier, obwohl ich nicht mehr gestunt war, nichts mehr gemacht hat. Der ist schon zum 5. Mal Midlane, Alter. Der scheiß Wix-Camper. Alter, sollte man echt mal seinen Game on getten. Alter, ich kann ihn halt den Vega 5 Millionen Mal töten, ja. Aber jedes Mal der fucking K6, ne? Ich hätte ich kann Vega mit E-Tet immer noch 25 töten.
Ah, der Vega, den ich so. Alter. Ich hab keine Eier. Alter, das ist halt. Na, ich bin zu schade, war mein Ultimate. Kaum komme ich auf der Lane, schon kommt Kha'Zix. Und schon wieder ist der Pisserbot mit Lane. Ich kann ihm halt den Rager einfach 24/7 töten. Aber Kha'Zix denkt sich so, mit Lane. Aber lasst euch von Camps nicht unterkriegen. Ihr habt gesehen, Master Yi ist stark genug in der Midlane, um einen Rager einfach komplett zu ficken. Also nutzt die Stärke aus. Alter, ja, so ist richtig gut. Aber im ganz Ernst, was denkt sich da Kha'Zix? So, er ging 5 Millionen mal die eine Lane und trotzdem verliert sie still im 1v1. Das ist halt, what the fuck? Also ich weiß nicht wieso, aber immer wenn ich Midlane spiele, dann werde ich immer gecampt. Jetzt Darius auch noch Midlane. What? Ich heile mich mal kurz. Alter, wir sind so ein gutes Team. Hallo, verpiss dich. Seriously? Lame. Das war einfach nur lame. Ah, das hat er. Das hat er nicht. Unlucky.
Naja, ist egal, ich kann hier jemanden noch One V1. Ohne Ult kann er nämlich nichts. Er trifft also keine Spells. Weil er kämpft gegen den Tänzer. Hab ich gerade Cancer gesagt? Ich meinte Dancer. What the fuck? Oh gut, der war ja isoliert. Und der Kha'Zix hat ziemlich hochgefeedet. Nice feed. Nothing that we can't handle. Zerstörer ist doppelt. Deshalb kauft ihr euch Obsaschürer mit Lane. Nice try. Big boy. Form before strength. Werfen zu gut. Alter, ich bin halt super gut mit allen Champions gleichzeitig. Ich kann alle Champions gleichzeitig spielen. Wo bin ich? Schieß. Mein Team ist echt behindert. Also, jeder von denen. Von Vega ist behindert. Auf euch gegenseitig. Da Mumu farmen. Der Kiki. Ich hab. Oh.
Container open. Der one-shottet einen nicht. Und wenn, bist du einfach nur dumm. Ich meine, war ein 3 gegen 1. Ist klar, dass man selbst steht. Der Vega macht auch nicht wenig Damage mit seinen 316 AP. Der krassigste in der 24 mitgenommen, das heißt. Never lucky me. Aber wieso ist es immer eigentlich immer so? Wollte ich einmal mitleben. 24 campt. Der muss hinter den besten Spieler klein halten, ne? Von der Vega kann ja eigentlich selber nichts. Schon denn? Sogar der Vega muss einen stunnen, sonst trifft er nichts. Also jetzt so scheiße ist er, sonst nichts trifft. Aber noch Plate of the King, die ich Wits End. Und danach Hexfinger. Ich bin jetzt schon ziemlich gestorben. What the fuck? Ich dachte, von den Kills hatten wir Kase. Ist ja ein fucking Ult. Hat einfach null Spaß. Das hat die lämmste Ult den ganzen Spiel. Ohne den Camp im Early Game und... Und ohne seine Ult könnte... Wäre der Vega da komplett useless. Also wäre sein Ult nicht point and click, dann würde es nicht so viel Schaden machen, ja? Dann wäre er komplett useless.
Game habe ich zwar verloren, aber nee, verloren ist noch nicht. Aber es ist jetzt 100% nicht daran, dass scheiße war oder so. Also ich konnte halt still den Vega One gewonnen, obwohl die ganze gekämpft wurde. Ich meine, das hat jetzt sein Ult einfach 1000 Damage gemacht, das sind jetzt komplett Kha'Zix schuld. Vega allein konnte nichts. Der Exos-Fuß. Report Yasuo for Trolling. Ah, mal Yasuo. Komm doch, du Mizzet. Alter, mit dem Autotech, scheiße. Also ich hätte das auf jeden Fall das Only-One gewonnen. Ich meine, ich habe auch ein bisschen gespielt. Das ist gemacht mit der Dackel. Pussy. An enemy has been slain. If you, Wu Zhu lives on.
Alles klar. Kann ich den Kha'Zix nicht fighten. Idiot, ja, ein Jenner. Warum sagt derjenige, der in vier Mann reingeht? Kiki! So. Ich glaube, das hätten wir noch turnen können, wäre mein Team nicht einfach dabei gewesen, gehen zu IAZ zu flamen. Geht. Jenner ist OP. Also in jenen erdenklichen 1v1 hätte ich immer gewonnen. Das ist halt traurig. Naja, ist auch ein bisschen traurig, dass nicht passiert ist. Wäre gar keine Ult. What the fuck? Okay, gutes Echo. Ich meine, würde ja so aufhören, die ganze Zeit in Vegas fucking Stun reinzulaufen. Hätte ihn schon 5 Milliarden Mal getötet. Also, Yasuo hätte Vega töten, nicht anders. Ah, die laufen ja andauernd in diesen Scheiß rein. Warum? Warum tut ihr das? Und dann bist ihr sogar noch hier in Skillshot. Alter, ihr seid ja noch schlechter als dieser fucking Vega. Warum lässt ihr euch wohnen kann? Ich will mich jetzt nicht als der beste Spieler der Welt abstempeln, aber von so einem offensichtlichen Skillshot sollte man sich echt nicht treffen lassen. Ich meine, der Stun kündigt sich ja sogar noch an.
Mann, die fokussieren sich halt alle auf mich. Also wir können das Spiel 100% noch gewinnen, also ich setze nichts dagegen. Na ja, okay, das könnte ein Void Staff sein, scheiße. Ne, One-Shot eh alle. Doch wenn er seine Spells verfehlt, wird er niemanden One-Shotten. Leider lassen sich alle von ihren Skillshot treffen. Dadurch geht er nicht nur mehr Damage, sondern er macht auch viel Damage. Ach, mach mal auf Motus geht Statics. Für gewisse Apps. Würze. Kritz. Oder Phantom Dancer. Phantom Dancer ist glaube ich ein bisschen besser. Oder mein Lieblings-Item. Death Stand. Vega. Also ich werde hinter mein ganzes Team reporten, dass mal jeder, also wirklich jeder von denen ohne Grund flamed. Also ich bin das Beste wirklich den ganzen Team. Ich sehe wirklich, seit ich den Phantom Dancer habe. Ich glaube, Phantom Dancer wäre wirklich besser. Hm. Und Yasuo ist weggerannt. Das ist nicht gut gespielt, Papa. Woher kommen diese 2 Damage? Das meine ich, wir können das Spiel noch gewinnen. Ja, die sollten hier Game On geben. Ja, sobald sie das tun, ja, wenn die gewinnen, wenn wir gewinnen, denn wir werden Sieger sein. Habe ich das Lied eigentlich noch? Weiß gerade gar nicht mehr. Nee, jetzt fass mich an. Ich glaube, ich hab's nicht mehr. Schade. Ja, hier. Nee, ist wahrscheinlich ein auf dem Server. Jetzt nicht auf den Server gucken. Erstmal Midlane retten. Wenn ich Damage eigentlich mache. Mich macht natürlich viel Damage. Guck, wie Damage mache. Schlitz, 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 Schlitz. Scheiße, 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 scheiße.
Ja, ich hab gerade Ult benutzt, um schneller weg zu clearen. Er ist eh nur Autotech. Noch. Weil, wird er erstmal so klein. Also, jetzt kommt Kritz ins Spiel. Oh, oh, oh. Get your game on. Können die kritten? Oder so. Einfach Strike King critically Alter. Das kann auch kritten. Alter, muss unbedingt Infinity Edge spielen. Ich brauche mal einen Umwecker. Ich bin jetzt nicht so viel. Bei einem Umwecker würde ich gar nicht so gewinnen. Den Kha'Zix. Das verkaufe ich. Ich glaube, ich verkaufe Berserker danach. Ich meine, ich bin ja nicht schneller. Mehr schneller als man sieht. Warum flame die? Jetzt mal ganz im Ernst. Bleib positiv und gewinnt das fucking Spiel. Never surrender. Gott, Alter, ich muss. Hoffentlich. Fuck it. Scheiße. Mindestens one. Scheiße, manchmal hat nicht Schock. Gemana. Und für Kunti? Nee. Minenblock, Alter. The fuck, man. Again. Lass dich nicht vom Stolz bringen. Und der Su ist weggerannt. Das hätten wir fighten können. Das hätten wir wirklich fighten können. Und tot. Oh nein. Der ist schon wieder beide treffen. Es gibt immer keines. Ich werde ihn halt immer nur getroffen.
Ein wahrer Meister ist ein ewiger Schüler. Nur Faker kann kein Schüler mehr sein. Oder Yutori Moyasi. Oge Zweig. Non. Blutrausch. What? Ich bin halt genau dann wieder respawned, als ich den das fucking Dings hier habe. Never give up. He's the main. Never flame before the game ends. War ihm halt zu gut für das Spiel. Keiner wird gewonnen, weil alle geflamed haben. Und alle werden auch reported. Rebel Abuse. Steuerung C. Oh. Rebel Abuse, Flame. Rebel Abuse, Flame. Rebel Abuse, Flame. Get your game on. Zweiten Meister Damage, obwohl ich direkt den Tank gebaut habe. Your game. Dear. Never. With me. Are you going to die? Alter, schon wieder so eine Stammfolge.